Moin, ich bin Luke, 14 Jahre alt, komme aus Buchholz. Ich spiele jetzt schon seit 7 Jahren Handball, auf der Position halb links. Und das gefällt mir einfach, weil man da die ganze Zeit in Action ist, immer den Ball hat und kämpft. Ich mag Handball, weil es einfach ein Teamsport ist. Man muss da Teamplay zeigen und das wird in der WG bestimmt auch wichtig sein. Pass auf, du fällst! Pass auf, du fällst! Also meine zweite große Leidenschaft ist Theaterspielen. Blub, 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 blub. Am Theaterspielen gefällt mir einfach, dass ich in andere Rollen schlüpfen kann. Du glaubst, du wärst nicht in Gefahr? Du weißt nicht, wie eine Mutter litt. Ich kam zur Welt per Kaiserschnitt. Verdammt! Durchs Theater ist es so, dass ich sehr offen bin und dass mir nicht viel peinlich ist. Und dadurch kann mir das bestimmt helfen, mich mit den anderen Jungs anzufreunden. Hast du Balsamico jetzt gewaschen? Balsamico gewaschen? Ich wasche die auch gleich mal Balsamico. Mach mal ein bisschen Basilikum mehr. Heißt das. So, Basilikum. Mir macht es Spaß zu kochen. Ich hatte auch schon diverse Kochkurse. Aber ich habe mein Potenzial noch nicht so ausgetestet, sagen wir es mal so. Weißt du, was al dente ist? Ja, ich weiß, was al dente ist. Was ist ein al dente? Schnitt. Wow, sogar was auf dem Teller auch gelandet. Pasta à la Luke. Was brauche ich alles so? Badehose, ganz wichtig. Okay. Und Unterhosen brauche ich auch noch. Ja, Unterhosen kann man ja nicht genug haben. Feuersteinmacher. Wenn der Strom ausfällt, Kompass sollte man überall mit hinnehmen. Wenn wir es verirren, guck mal, Italien ist groß. Deo, 1, 2, 3 Mal müsste reichen. Ich weiß nicht, ob die in Italien auch so Deo haben wie wir hier. Meine Strategie beim Packen ist eigentlich einfach alles im Koffer schmeißen, weil ich habe überhaupt nicht den Überblick. Ah, oh, geschafft. Körper war. Ich will dir was so. Die können sich darauf freuen, dass sie dem in die Bude kriegen. Weil er ist unheimlich lebhaft. Er kann das eben auch abgeben an andere. Wir sehen uns, wenn wir skypen oder so. Ja. Die 4 Wochen ohne Eltern werden wahrscheinlich ein Chaos werden. Aber das ist eigentlich schön so, weil Chaos lustig ist. Dann haut rein und tschüss. Tschüss.